Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Planetary Annihilation Galactic War Modus. Ich habe schon gewaltige 5 Siege eingefahren. Das ist schon eine Leistung, muss ich sagen. Und bin jetzt zumindest hoffentlich auf dem Weg zum nächsten. Da wird wieder mehr als ein Gegner sitzen, das weiß ich jetzt schon. So viele Planeten. Ja, versuchen wir es. Ich hoffe, dass das nicht wieder so ein halbstündiges Ding wird, wo ich Planeten in andere Planeten werfen muss, nur damit ich da irgendwie siegreich rausgehe. Kann natürlich immer sein. Aber diesmal werde ich vermutlich wissen, dass es noch einen zweiten Gegner gibt. Weil ich diesmal vorher gucken werde und nicht einfach davon ausgehen, dass es nur einen gibt und dann überrascht sein. Nein, nein, das passiert mir nicht nochmal. Also, zumindest nicht jetzt. Hoffe ich. Puh, der Offline-Modus ist verfügbar mittlerweile. Was ziemlich cool ist. Ich habe den ausgeschaltet. Was noch ziemlich cool ist, Uber Entertainment macht noch ein Spiel, Human Resources. Das ist ein bisschen wie PA in einem kleineren Rahmen, würde ich sagen. Ja. Zwei Gegner. Nope. Nope. Nope, nope, nope. Na gut. Nehme ich den. Human Resources heißt so, weil Menschen Ressourcen sind. Das ist eigentlich eine ziemlich coole Idee. Ja, wie gesagt, von der Scale her wird es ein bisschen kleiner. Das Konzept an sich sieht gut aus, ist momentan noch auf Kickstarter. Ich weiß gar nicht, wie weit sie sich ihrem Goal schon genähert haben. Ich sollte das mal wieder checken. Ich persönlich habe es gekickt, gebackt, gestartet. Wie sagt man denn? Jedenfalls. Ja, ich will nicht sagen, dass ich es uneingeschränkt empfehle, aber im Grunde genommen macht Uber nichts falsch. Hieß es nicht vorhin, ich brauche da 5? Naja. Vergessen Dinge zu tun. Ja, der Plan ist, hier keinen Gegner zu haben und mich dann schnell auf einen anderen Planeten auszubreiten. Aber hier keinen Gegner haben, klingt utopisch. Weil ich bis jetzt immer Gegner hatte. Ich meine, das ist der beste Planet von allen. Naja, er hat auch nicht mehr Masse als die anderen, aber. Naja. Was will man machen? In dem Fall würde ich wahrscheinlich direkt auf Bots taggen. Mir eine Flotte T2-Bots bauen. Ja. Moment, wie weit reicht ein Radar hier? Ganz schön weit. Hoppala. Jop. Natürlich. Wow, 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 wow. Wo? Ah, da. Da ist diese Fabrik ja super positioniert. Ja. Die guten, guten Docks. Quatsch macht er da wirklich. Nur Quatsch. Ich besser mal meine Einheit nach da unten. Da habe ich auch eine Menge Quatsch gemacht gerade. Aber was will man machen?
No, erstmal alles anzünden. Komm, reparieren. 2% ist ganz schön wenig. Oh. Ich glaube, ich lasse die mal ein bisschen Patrouille laufen. Ja, das ist wahrscheinlich wichtig, aber genau genommen muss ich mein Metal nur schneller ausgeben. Metal! Oh, was ich hier für einen Quatsch mache. Was die da für einen Quatsch machen, das ist auch unglaublich. Ein bisschen Glück sind beide Commander hier, aber das glaube ich eher nicht. Die Bots reden mit mir. Sie reden mit mir. Ah, ich glaube, gleich habe ich genug, um zumindest einen Commander zu zerstören. Und dann, sehen wir doch mal weiter. Ah ja. Probieren wir es. Minus 7.1k Energie ist natürlich auch mal eine Ansage. Ja, ach. Was war bloß? Zum Glück weiß ich die grobe Richtung, in die ich muss. Ja, ja, ja. Sehr gut. Der schießt gleich mit einer Uber-Cannon auf mich und, das war mein Versuch, ihn umzunehmen. Das ist gar kein Problem. Dann baue ich einfach noch mehr. Die können mir die Kraftwerke bauen. So viele schöne Kraftwerke. Ich hätte gerne ein paar Lufteinheiten. Ich habe gehört, die seien voll dufte. Ha, 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 ha. Irgendwie gefällt mir das gar nicht, wie das hier gerade läuft. Vielleicht war es auch ein bisschen blöd, hier durchzufahren. Vielleicht hätte ich hier unten rum gemusst. Aber jetzt weiß ich ja wenigstens, wie die Base aussieht und habe da... Oh. Radar und die bauen einen Pelter. Ich möchte auch einen Pelter haben. Aber nein. Hobby kriegt keinen Pelter. Natürlich die Frage, ob es sich hier lohnt, Micros zu fahren. Das lohnt sich eigentlich immer.
Ach. Jetzt. Jetzt aber. Nee, das lief suboptimal. Könnte reichen. Muss aber. Nee. Naja. Naja, fast. What? Moment mal. Suboptimal. Ich würde mir wünschen, dass der sich merkt, welche von den Einheiten der Commander ist. Das würde meinen Job so viel einfacher machen. Aber mein Plan ist jetzt, um die Base rumfahren, hoffen, dass der Commander kommt. Aber es ist ja nicht mal gesagt, dass der Commander überhaupt noch hier ist. Leider. Was natürlich wiederum eine große Cleanup-Aktion bedeutet. Weil ich dann wirklich per Hand säubern, diesen Planeten säubern muss. Da habe ich ja nun wirklich gar keinen Bock drauf. Dann würde ich sagen, ausschwärmen, ne? Und Feuer! Ebenfalls ausschwärmen. Einfach mal eine Patrouille über den ganzen Planeten legen und dann sicherstellen, dass er in Kürze komplett mir gehört. Meine Großwasser in Richtung Gegenwehr werden die hier ja jetzt nicht mehr haben. Das bedeutet, dass ich solche Dinge, Quatsch. Solche Dinge machen kann. Das stimmt, aber ich habe gar keine. Ich kann gar keine bauen, nicht mal wenn ich wollte. Orbital and Deep Space Raider. Ich glaube, diese Runde gewinnen wird nicht so einfach, wie das bis jetzt immer, sonst immer lief. Unter anderem, weil ich im Orbital Play gar nicht so großartig bin, wie ich es gerne hätte. Warum zerstört denn niemand diesen A?
So, damit habe ich zumindest mal sichergestellt, dass das mein Planet ist. Dann lasse ich mal überall Masseextraktoren bauen. Okay. Da schwirrt noch nichts rum. Vielleicht ist das mein Ticket zum Sieg. Das liebe ich ja, dass ich immer noch Dinge in die Schleife schieben kann. Okay, da steht er. Komm schon. Und wir fliegen jetzt hier hin. So. Hoffen wir, dass da noch keiner ist. Weil wenn da wer ist, weiß ich nicht, was ich tun. Motherfucker. Was soll ich denn dagegen jetzt bitte tun? Ah. Brauchen die mir eine Fabrik in den Orbit? Ah, na Gott sei Dank. Ein paar Advanced Fabrication Boards. Und dann Slammers. Oh! Oh, crap! Enemy orbital laser sighted. Gut. Ja, das war insgesamt sehr schlecht geplant und noch schlechter durchgeführt. Ja. Das ist nicht so gut. Weil die Dinger killen meinen Commander ratzfatz. Ja, ich will eigentlich, dass sie die Fabrik auseinandernehmen. Das wäre viel cooler. Frage ist, ob ich meinen Commander darüber fliegen soll. Oh. Habe ich versehentlich auf Endlosbauung gestellt.
Ich glaube, ein Commander hat eine bessere Chance, das zu überleben, als alle anderen Einheiten. Wieso habe ich einen Catapult? Ich habe doch sonst keine Artillerie. Okay. Aber ich will vor allem mal Strom. Vielleicht mal am anderen Pol. Oh Mann. Habe ich die Fabrik erwischt? Ja. Bisschen scheiße, wenn der Gegner so deutlich bessere Tech hat. Na, wie weit ist der Commander? Nicht so weit, wie ich gerne hätte. Immerhin weiß ich, dass das hier deren einzige Chance auf einen Planet Buster ist. Ja, das ist natürlich auch eine Möglichkeit zu gewinnen. Und damit endet der Galactic War für mich. Crap! Das hätte auch klappen können, aber nicht müssen. Hatte ich überhaupt Enter-Nukes? Ich weiß es gar nicht. Wo ist er denn eingeschlagen? Noch nirgends. Aber wo wäre er? Na, kann ich gar nicht mehr sehen. Doch, 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 doch. Da, der fliegt noch, der fliegt noch. Mitten in meine Base. Kann ich eigentlich hier Einheiten anwählen? Kann ich gucken, was ich hätte bauen können? Nee, gut, das ist dann... Das war's wohl mit dem Galactic War. Ja, dann... Puh, einen neuen Start lohnt sich hier auch nicht. Ah, irgendwie sind die Schwierigkeitsgrade scheiße. Zu leicht ist zu leicht und schwierig ist zu schwierig. Also normal ist zu leicht und hart ist tatsächlich schwer. Ja, dann würde ich sagen, war es das und bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ist anscheinend nicht so großartig gelaufen. Hoffe, es hat euch gefallen. Mir schon so ein bisschen. Ich lache ja anscheinend. Und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!